Mein erster Flug heute. Formationsflug mit 10 Hubschraubern. Jeder hat über 1000 PS und kostet 7 Millionen Euro. Höchster Anspruch am Rande der Chiemgauer Alpen für die künftigen Lebensretter in der Luft. Auch für Fabian Aue steht dieser härteste Teil der Ausbildung bald an. Der Weg nach oben beginnt für den 26-Jährigen am Boden. In der Luftfahrerschule in St. Augustin rangiert er den Helikopter per Fernsteuerung aus dem Hangar. Und sowas gehört auch dazu, den Hubschrauber zu bewegen, ohne dass man jetzt drin sitzt? Ja, auf jeden Fall. Das ist gerade am Morgen, wenn man den Hubschrauber auf die Parkposition fährt, wichtig. Wir müssen ihn dann dort betanken und ja, nochmal alles checken, ob das alles passt. Sieht das einfach aus, aber es darf nichts passieren. Ist auch ein ganz schöner Wert, den Sie jetzt bewegen, oder? Ja, man muss echt aufpassen, gerade mit den Rotorblättern, die stehen sehr weit weg von der Maschine. Aber mit ein bisschen Training geht das schon. Gerade hier draußen ist es dann kein Problem mehr. Innen in der Halle war schwerer. Die 20-monatige Ausbildung steigert sich von Woche zu Woche. Fabian Aue muss viele schwierige Prüfungen bestehen, bevor er einen Hubschrauber fliegen darf. Auch im Cockpit des Flugsimulators. Der steht zwar auf sicherem Boden, doch die Situation hier fühlt sich absolut authentisch an. Ihm und seinem Kollegen sitzt ein Ausbilder im Nacken. Der wird gleich ein paar Pannen einbauen. Jetzt geht's ja gleich los. Ja. Ist da ein bisschen Aufregung dabei jetzt? Jetzt kommt die Aufregung langsam, genau. Aber wir sind gut vorbereitet und wir werden schon schaukeln. Worauf muss man jetzt besonders achten? Das werden wir schon sehen. Wir werden jetzt den Flug ganz normal durchführen. Das wird ein ganz normaler Auftrag sein. Und dann wird das ein oder andere Notverfahren kommen, das wir abarbeiten müssen mit der Checkliste. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Was wünscht man sich dann vor so einem Flug? Viel Spaß. Okay, viel Spaß. Danke. Die beiden starten virtuell Richtung Alpen. Volle Konzentration, die Anspannung steigt und steigt, wie bei einem realen Flug. Die plötzliche Panne zwar nach Lehrplan, doch für die Azubis eine absolut echt gefühlte Situation. Ausfall des Navigationssystems. Wir sind genau über dem Wasser im Prinzip, über der Isar. Jetzt genau unter uns. Einsicht. Jetzt läuft die Orientierung nach Landkarten. Hast du rechts von dir so eine Art Straße oder Bahnlinie, oder? Eins von beiden und unter mir. Hier verlaufen auch noch eine. Okay. Dann schätze ich, das hier ist die Straße und das ist rechts abgesetzt die Bahnlinie. Genau, das passt auch super. Der Ausbilder achtet auf jede Kleinigkeit. Auch darauf, wie Fabian Aue in Krisensituationen reagiert, wie groß seine Nervenstärke ist. Alles wird genau aufgezeichnet und später beurteilt. Das weiß der Azubi. Wie war es denn jetzt? Ja, wir waren kurz ein bisschen verloren aufgrund der Übungskünstlichkeiten hier im Simulator. Aber wir haben es trotzdem noch gut hingekriegt. Auch die Landung hier auf der Kyrenalm hat gut geklappt. Also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Und war es anstrengend? Schon ein bisschen, ja. Auf jeden Fall. Gerade das Navigieren mit der Karte. Muss man immer gucken, wo man ist. Jetzt auch die Landung ist man immer sehr angespannt, weil man nicht genau weiß, wie läuft es ab. Kommt noch irgendwas? Das war auch anstrengend, ja. Das ist der letzte Flug im Simulator für Fabian Aue. Jetzt geht es für ihn nach Rosenheim. Gebirgsflüge als Training für Rettungseinsätze der Bundespolizei stehen als Höhepunkt und schwerste Hürde am Ende der Ausbildung. Der Azubi checkt seine Maschine. Auch das gehört dazu. Was müssen Sie da jetzt vorbereiten? Am Hubschrauber wird jetzt Kraftstoff abgenommen, beziehungsweise werden jetzt Proben genommen, ob Wasser im Kraftstoff ist. Das wird gemacht, weil die Maschine über Nacht hier draußen steht und da kann sich Kondenswasser im Tank bilden. Was könnte passieren, wenn Sie das nicht richtig machen oder gar nicht machen? Da könnte passieren, dass das Triebwerk Wasser saugt und ausgeht einfach. Das wäre im Gebirge nicht so gut. Das wäre allgemein nicht gut. Nicht nur im Gebirge. So, da wir jetzt den Einsatzraum vorgestellt haben, bietet sich jetzt das letzte Briefing, bevor es nach Bernau geht. Erste Aufgabe: der gemeinsame Start der 10 Hubschrauber. Die kommen aus Nordrhein-Westfalen und auch aus vielen anderen Bundesländern. Denn die Luftfahrerschule in St. Augustin bildet bundesweit Polizeihubschrauberpiloten aus. Gar nicht so leicht, im Verband zu bleiben, die Formation zu halten und den Landeplatz im Bernauer Moor zu finden.
Genau, am Moor schon erkannt letztendlich, da wo unsere Landelocation ist. Wir haben hier das Waldgebiet. Ich guck noch. Landefläche habe ich jetzt noch nicht. Okay, wenn Sie mal jetzt so auf Ihre 1 Uhr gucken, ungefähr 4 Kilometer, wir haben ja diese Ortschaft, ja. Diese Altstadt direkt an der Autobahn grenzen, ja. Dahinter eine freie Fläche mit einem einzelstehenden Haus. Ja. Ja? Ja. Und dort in dem Bereich, das ist das Bernauer Moor, und da in jetzt der Nähe, genau. Ja. Dem Kastenwald. Genau, da rechts dann. Und dranbleiben, ne? Ja? Guck, wo der Verbandsführer kurz drüber fliegt, der Dreck, okay, so. Jawohl, bleibt dran, ein bisschen tiefer noch kommen, dass du ihn so leicht über den Horizont führst. So ist gut, so ist gut. Der Landeplatz im Bernauer Moor. Die Schwierigkeit hier? Einparken von oben in die exakt vorgegebene Lücke zwischen den anderen Hubschraubern. Aber jetzt erst kommt der schwierigste Part für die Prüflinge. Der erste Flug im Hochgebirge. Fabian Aue will jetzt keinen Fehler machen. Ja, habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet mit den Karten. Das Cockpit habe ich präpariert. Also ich bin eigentlich ganz gut gewappnet für den Flug, aber dennoch ist die Anspannung deutlich da. Wenn Sie spüren, da ist jetzt doch nicht nur Respekt, sondern fast eine Mischung Respekt, Angst. Wie kann man das nehmen? Also Angst würde ich jetzt nicht beschreiben, dass wir jetzt Angst empfinden, hier in so einer tollen Kulisse zu fliegen. Respekt ist eher der richtige Ausdruck. Respekt erkennen seine eigenen Leistungsgrenzen, Respekt erkennen bezogen auf die Leistungsgrenzen auch des Hubschraubers. Das gemeinsam kombiniert, wie wir das ja auch immer an Briefing anbringen, den Gefahren bewusst zu sein und entsprechend den Hubschrauber in diesem Alpenraum letztendlich so zu bewegen, dass wir eine sichere Landung, einen sicheren Start durchführen können. Dieses Feeling hier in den Bergen zu fliegen ist natürlich auch wunderschön. Ja, das hat man nicht alle Tage. Und ja, dennoch muss man da, darf man nicht jetzt nur auf Sightseeing gehen, sondern muss auch wirklich konzentriert sein. Ja. Wer Missionen fliegen soll, bei denen es um Leben und Tod geht, der muss den Hubschrauber perfekt beherrschen. Dass er das kann, muss Fabian Aue nun in der härtesten Prüfung beweisen. In enger Formation geht es ins Gebirge. In mehreren tausend Metern Höhe werden eine veränderte Luftdichte und wechselnde Winde das Steuern erschweren. Fabian Aue soll den Hubschrauber so dicht über den Boden halten, dass ein Sanitäter einen verletzten Wanderer aufnehmen könnte. Und zwar direkt neben dem Gipfelkreuz. Die Elevation jetzt? Die Elevation, geschätzt knapp über 4000 Fuß. Was würden Sie vermuten, was wir für eine Leistung benötigen, um den Hubschrauber näher des Gipfelkreuz im Schwebeflug abzufangen? Ich rechne nicht mit Bodeneffekt, dementsprechend FLI 8,7, 8,8. Roger. Eine Rauchbombe markiert wie im Ernstfall die anzufliegende Position. Die nächste Aufgabe, Landung auf einem Hochplateau. Berge, Bäume, Adlerhorste, alles muss Fabian Aue gleichzeitig im Blick und die sensible Steuerung 100% im Griff haben. Fast unsichtbare Seile der Bergbahnen könnten zur tödlichen Falle werden, wenn der Pilot sie übersieht. Weiterer Risikofaktor auf dem Rückflug, das Wetter. Die Cumuluswolken türmen sich auf, also es besteht auf jeden Fall Gewittergefahr im Laufe des Tages. Genau. Wie würden Sie dann die Windstärke, Windrichtungen einschätzen? Ja, türmen sich eher vor den Alpen, also im Norden, also Nordwind. Fabian Aue kann die Gewitterfront umfliegen. Eine weitere Hürde im Hochgebirge ist genommen. Verantwortlich bin ich ja als Fluglehrer und dann ist das natürlich auch immer eine Gratwanderung zwischen, wann gehe ich letztendlich selber in die Controls, ja, um zu übernehmen. Ja. Aber in dem Fall, da eben die Steuerführung und die Entscheidungen, das Anfliegen, das Schweben sehr professionell hier abläuft, brauche ich hier fast gar nicht eingreifen. Überwache eigentlich viel mehr und das ist natürlich vorbildlich. Das ist das, was man sich vorstellt, fliegen im Gebirge mit einem Schüler, der dann letztendlich einem die Arbeit sehr leicht macht. Den Gebirgsflug hat Fabian Aue hinter sich. Aber den Blick auf das atemberaubende Panorama kann er auch beim Rückflug nicht richtig genießen. Es gilt, sich aus allen Richtungen von den verschiedenen Berggipfeln wieder in der Luft zu sammeln und im Verbandsflug sicher zurückzukehren. Es ist die letzte Landung an einem langen Tag. Die Besatzungen sind ausgelaugt. Und wie war es jetzt? Total anstrengend. Also ich bin jetzt echt erstmal erschöpft, brauche jetzt eine kurze Pause, was zu trinken, was zu essen. Aber es war super cool, hat super viel Spaß gemacht auch. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Leistung. Sie auch? Ja, auf alle Fälle.
Herr Auer hat auf jeden Fall überzeugt. Unser Ausbildungsziel haben wir erreicht. Schwierige Außenlandung in großer Höhe. Und wie gesagt, der Herr Auer hat sich sehr geschickt angestellt. An ihre Grenzen kommen. Und so sitzt Fabian Auer 14 Tage später in St. Augustin unter den erfolgreichen Absolventen des Ausbildungslehrgangs. Als Gäste dabei die Familie und seine Freundin, die er in den letzten 20 Monaten nur sehr selten gesehen hat. Unter den stolzen Augen seines Ausbilders erhält Fabian Auer im Hangar der Luftfahrerschule seine so lang ersehnte Lizenz. Seine Mutter hat diesem Tag genauso entgegengefiebert wie er. Ich bin schon stolz auf ihn, muss ich sagen, für das, was er geleistet hat. Und ich hoffe, dass es immer gut geht. Ja, ich bin erst mal froh, dass jetzt die 20 Monate Ausbildung zu Ende sind. Fällt ein bisschen so ein Stein vom Herzen, die Anstrengungen sind jetzt endlich vorbei. Jetzt kann es in den Alltagsflugbetrieb gehen. Wann geht's denn los? Nächste Woche schon, direkt weiter. Ohne Pause? Ohne Pause, genau. Auch im Cockpit des Flugsimulators. Der steht zwar auf sicherem Boden, doch die Situation hier fühlt sich absolut authentisch an. Ihm und seinem Kollegen sitzt ein Ausbilder im Nacken, der wird gleich ein paar Pannen einbauen. Jetzt geht's ja gleich los. Ja. Ist da ein bisschen Aufregung dabei jetzt? Jetzt kommt die Aufregung langsam, genau. Aber wir sind gut vorbereitet und wir werden schon schaukeln. Worauf muss man jetzt besonders achten? Das werden wir schon sehen. Wir werden jetzt den Flug ganz normal durchführen. Das wird ein ganz normaler Auftrag sein. Und dann wird das ein oder andere Notverfahren kommen, das wir abarbeiten müssen mit der Checkliste. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Was wünscht man sich dann vor so einem Flug? Viel Spaß. Okay. Viel Spaß. Danke. Die beiden starten virtuell Richtung Alpen. Volle Konzentration. Die Anspannung steigt und steigt, wie bei einem realen Flug. Die plötzliche Panne zwar nach Lehrplan, doch für die Azubis eine absolut echt gefühlte Situation. Ausfall des Navigationssystems. Wir sind jetzt genau über dem Wasser im Prinzip, über der Isar. Jetzt genau unter uns. Jetzt läuft die Orientierung nach Landkarten. Hast du rechts von dir so eine Art Straße oder Bahnlinie, oder? Eins von beiden und unter mir, hier verlaufen auch noch eine. Okay. Dann schätze ich, das hier ist die Straße und das ist rechts abgesetzt die Bahnlinie. Genau, das passt auch super. Der Ausbilder achtet auf jede Kleinigkeit. Auch darauf, wie Fabian Auer in Krisensituationen reagiert, wie groß seine Nervenstärke ist. Alles wird genau aufgezeichnet und später beurteilt. Das weiß der Azubi. Wie war es denn jetzt? Ja, wir waren kurz ein bisschen verloren aufgrund der Übungskünstlichkeiten hier im Simulator. Aber wir haben es trotzdem noch gut hingekriegt. Auch die Landung hier auf der Kyrenalm hat gut geklappt. Also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Und war es anstrengend? Schon ein bisschen, ja. Auf jeden Fall. Gerade das Navigieren mit der Karte. Muss man immer gucken, wo man ist. Jetzt auch die Landung ist man immer sehr angespannt, weil man nicht genau weiß, wie läuft es ab. Kommt noch irgendwas? Das war auch anstrengend, ja. Das ist der letzte Flug im Simulator für Fabian Auer. Jetzt geht es für ihn nach Rosenheim. Gebirgsflüge als Training für Rettungseinsätze der Bundespolizei stehen als Höhepunkt und schwerste Hürde am Ende der Ausbildung. Der Azubi checkt seine Maschine. Auch das gehört dazu. Was müssen Sie da jetzt vorbereiten? Am Hubschrauber wird jetzt Kraftstoff abgenommen, beziehungsweise werden jetzt Proben genommen, ob Wasser im Kraftstoff ist. Das wird gemacht, weil die Maschine über Nacht hier draußen steht. Und nicht richtig machen oder gar nicht machen? Könnte passieren, dass das Triebwerk Wasser saugt und ausgeht einfach. Das wäre im Gebirge nicht so gut? Das wäre allgemein nicht gut. Nicht nur im Gebirge. So, da wir jetzt den Einsatzraum vorgestellt haben, bietet sich sehr. Das letzte Briefing, bevor es nach Bernau geht. Erste Aufgabe: der gemeinsame Start der 10 Hubschrauber. Die kommen aus Nordrhein-Westfalen und auch aus vielen anderen Bundesländern. Denn die Luftfahrerschule in St. Augustin bildet bundesweit Polizeihubschrauberpiloten aus.
Gar nicht so leicht, im Verband zu bleiben, die Formation zu halten und den Landeplatz im Bernauer Moor zu finden. Bernauer Moor schon erkannt letztendlich, da wo unsere Landelocation ist? Wir haben hier das Waldgebiet. Ich guck noch. Landefläche habe ich jetzt noch nicht. Okay, wenn Sie mal jetzt so auf Ihre 1 Uhr gucken, ungefähr 4 Kilometer, wir haben ja diese Ortschaft, ja. Diese Altstadt direkt an der Autobahngrenze, ja. Dahinter eine freie Fläche mit einem einzelstehenden Haus. Ja. Ja? Ja. Und dort in dem Bereich, das ist das Bernauer Moor. Und da in jetzt der Nähe, genau. Ja. Dem Kastenwald. Genau, da rechts dann. Und dranbleiben, ne? Nur guck, wo der Verbandsführer kurz drüber fliegt, Dreck, okay, so. Jawohl, bleib dran. Und ein bisschen tiefer noch kommen, dass du ihn so leicht über den Horizont führst. So ist gut. Der Landeplatz im Bernauer Moor. Die Schwierigkeit hier? Einparken von oben in die exakt vorgegebene Lücke zwischen den anderen Hubschraubern. Aber jetzt erst kommt der schwierigste Part für die Prüflinge. Der erste Flug im Hochgebirge. Fabian Aue will jetzt keinen Fehler machen. Ja, habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet mit den Karten. Das Cockpit habe ich präpariert. Also ich bin eigentlich ganz gut gewappnet für den Flug, aber dennoch ist die Anspannung deutlich da. Wenn Sie spüren, da ist jetzt doch nicht nur Respekt, sondern fast eine Mischung Respekt, Angst. Wie kann man das nehmen? Also Angst würde ich jetzt nicht beschreiben, dass wir jetzt Angst empfinden, hier in so einer tollen Kulisse zu fliegen. Respekt ist eher der richtige Ausdruck. Respekt erkennen seine eigenen Leistungsgrenzen, Respekt erkennen bezogen auf die Leistungsgrenzen auch des Hubschraubers. Das gemeinsam kombiniert, wie wir das ja auch immer an Briefing anbringen, den Gefahren bewusst zu sein und entsprechend den Hubschrauber in diesem alten Raum letztendlich so zu bewegen, dass wir eine sichere Landung, einen sicheren Start durchführen können. Dieses Feeling hier in den Bergen zu fliegen ist natürlich auch wunderschön. Ja, das hat man nicht alle Tage. Und ja, dennoch darf man nicht jetzt nur auf Sightseeing gehen, sondern muss auch wirklich konzentriert sein. Ja. Wer Mission? Hinter eine freie Fläche mit einem einzelstehenden Haus. Ja. Ja? Ja. Und dort in dem Bereich, das ist das Bernauer Moor. Und da in jetzt der Nähe. Genau. Ja. Dem Kastenwald. Genau, da rechts dann. Und dranbleiben. Ne? Nur guck, wo der Verbandsführer kurz drüber fliegt. Dreck, okay, so. Jawohl, bleib dran. Und ein bisschen tiefer noch kommen, dass du ihn so leicht über den Horizont führst. So ist gut. Der Landeplatz im Bernauer Moor. Die Schwierigkeit hier? Einparken von oben in die exakt vorgegebene Lücke zwischen den anderen Hubschraubern. Aber jetzt erst kommt der schwierigste Part für die Prüflinge. Der erste Flug im Hochgebirge. Fabian Aue will jetzt keinen Fehler machen. Ja, habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet mit den Karten. Das Cockpit habe ich präpariert. Also ich bin eigentlich ganz gut gewappnet für den Flug, aber dennoch ist die Anspannung deutlich da. Wenn Sie spüren, da ist jetzt doch nicht nur Respekt, sondern fast eine Mischung Respekt, Angst. Wie kann man das nehmen? Also Angst würde ich jetzt nicht beschreiben, dass wir jetzt Angst empfinden, hier in so einer tollen Kulisse zu fliegen. Respekt ist eher der richtige Ausdruck. Respekt erkennen seine eigenen Leistungsgrenzen, Respekt erkennen bezogen auf die Leistungsgrenzen auch des Hubschraubers. Das gemeinsam kombiniert, wie wir das ja auch immer an Briefing anbringen, den Gefahren bewusst zu sein und entsprechend den Hubschrauber in diesem alten Raum letztendlich so zu bewegen, dass wir eine sichere Landung, einen sicheren Start durchführen können. Dieses Feeling hier in den Bergen zu fliegen ist natürlich auch wunderschön. Ja, das hat man nicht alle Tage. Und ja, dennoch darf man nicht jetzt nur auf Sightseeing gehen, sondern muss auch wirklich konzentriert sein. Ja. Wer Missionen fliegen soll, bei denen es um Leben und Tod geht, der muss den Hubschrauber perfekt beherrschen. Dass er das kann, muss Fabian Aue nun in der härtesten Prüfung beweisen. In enger Formation geht es ins Gebirge. In mehreren tausend Metern Höhe werden eine veränderte Luftdichte und wechselnde Winde das Steuern erschweren. Fabian Aue soll den Hubschrauber so dicht über den Boden halten, dass ein Sanitäter einen verletzten Wanderer aufnehmen könnte. Und zwar direkt neben dem Gipfelkreuz. Die Elevation jetzt? Die Elevation, geschätzt knapp über 4000 Fuß. Was würden Sie vermuten, was wir für eine Leistung benötigen, um den Hubschrauber näher des Gipfelkreuz im Schwebeflug abzufangen?
Ich rechne nicht mit Bodeneffekt, dementsprechend FLI 8,7, 8,8. Roger. Eine Rauchbombe markiert wie im Ernstfall die anzufliegende Position. Die nächste Aufgabe, Landung auf einem Hochplateau. Berge, Bäume, Adlerhorste, alles muss Fabian Aue gleichzeitig im Blick und die sensible Steuerung 100% im Griff haben.